Bundestagskandidatin hier im Münchner Osten. Bin seit vielen Jahren im Bayerischen Landtag und freue mich jetzt auf eine neue Herausforderung im Bundestag. Grüne Politik heißt, heute an morgen zu denken. Der alte Spruch, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt, das ist für mich das, was im Kern grüne Politik ausmacht. Also so zu leben, zu wirtschaften, zu arbeiten, sich zu bewegen, dass wir nicht das verprassen, was lebenswertes Leben für unsere Kinder ermöglicht. Es gibt natürlich viele Themen, die mir unter den Nägeln brennen. Ich möchte gerne, dass wir endlich ein gutes und zukunftsgerechtes Einwanderungsgesetz in Deutschland haben. Ich möchte mich für den Kohleausstieg einsetzen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Aufgabe. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass es hier in München auch in Zukunft Wohnraum gibt für Menschen, die nicht das große Geld haben, damit München auch in Zukunft lebenswert bleibt. Ich werde natürlich zwischen München und Berlin pendeln. Ich werde in einem Parlament sein, in dem die CSU in der Minderheit ist. Das ist die größte Neuigkeit, die sich für mich ändern wird. Und ich denke, es ist einfach nochmal ein anderes Aufgabenfeld. Also ich freue mich sehr drauf und hoffe natürlich, dass es klappt.